Willkommen zurück zu Super Mario Bros. Wonder. Ich bin wieder zurückgegangen zu den Fungiminen. Eigentlich sollten wir heute die sechste Welt, die Lava-Welt, betreten. Doch Peach hat hier bei Poplins in Not noch etwas entdecken können. Und was genau das ist, was sie entdeckt hat, das schauen wir uns doch jetzt genauer an. Ich glaube, man kann das auch nur finden, wenn man das Level halt ein zweites Mal betritt. Aber beim ersten Mal kommt direkt die Cutscene, wo man die rettet und dann kann man da nicht weiter. Und ich habe ja auch schon in der letzten Folge gesagt, das sieht aus, als würde dann noch mehr sein, weil da rechts noch diese zerbrechlichen Wände sind. Und tatsächlich, da ist noch was. Ich glaube, das war jetzt aber falsch, dass ich das eingesammelt habe, oder? Das war falsch, dass ich das eingesammelt habe, ja. Oder? Ach nee, hier ist doch neuer Text. Okay, bin ich nochmal zurückgegangen. Wie kann ich raus? Tja, das ist trotzdem eine ziemlich gute Mine. Also kommen wir manchmal doch wieder zurück. Ihr macht da wohl Witze. Wollt so ein Scherz sein, was? Habt ihr denn überhaupt nichts gelernt? Wie oft muss ich euch noch sagen, wie gefährlich es hier ist? Seid nach Hause gehen und sofort. Ei, ei, Captain. Du, 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 du. Ihnen gefällt die Arbeit in der Mine wohl sehr gut, aber allmählich wird es albern. Tut mir leid, dass das schon wieder passiert ist. Ja, unfassbar, ey. Aber wir können jetzt nach rechts. Denn die haben das jetzt doch noch aufgegraben. Und wir dürfen looten. Ein Secret Exit, wie es scheint. Ja, und das führt jetzt eigentlich auch nur zur Star World, zur Special World. Wie man sie kennt. So, dann habe ich es nochmal freigeschaltet. Boah, Donut Abgrund. Do not play this, denke ich mir da. Aber na gut. Das machen wir dann ein andermal. Jetzt wollen wir erstmal die sechste Welt betreten. Die Magma-Tiefen, glaube ich, waren das, oder? Aber ich glaube, da gibt es noch zwei Overworld-Level, die wir zuerst machen müssen auf den Blüteninseln. Aber Magma-Tiefen, ja, war richtig. Da vorne ist Bowser. Schaut ihn euch an. Nur noch eins fehlt. Man konnte ihn übrigens auch hier in dem Level sehen. Ist mir im Nachhinein auch aufgefallen. Und ja, hier gibt es noch eine Kampfparty. Und noch ein Wicklerin! Und hier ist auch noch was? Nee? Vielleicht gleich noch was? Hm. Und leider keine Power-Ups, deshalb muss ich einfach so kämpfen. In der Blumenarena. Ich hab's schon gesehen, da sind ganz viele Mamas. Wie sie ja heißen. Ja, genau, wir haben jetzt alle von den roten Abzeichen. Ich glaube aber, dass wir noch drei blaue bekommen und noch drei Lierne. Ja, ich lass einfach mal so. Ist okay. Ich komme mit dem Auszeichen sehr gut zurecht, tatsächlich. Okay. Meine Kombo ist immer Seifenblasen und als erstes Elefant. Habe ich mir den falschen Charakter für den Kampf ausgesucht. Peach, ein Elefant. Naja, passt schon. Wir kriegen es trotzdem hin. Blob. One, two. Da war noch einer was an der Wand, aber ich glaube, das war kein Gegner, also ist egal. Oh, was? Das Wasser geht weg. Warum das denn? Okay. Na gut, ich schätze, das hilft mir jetzt. Bleib. Und bleib. Wie ich tauche. Können eigentlich Elefanten im Real Life tauchen? Ich weiß halt jetzt nicht sehr viel bei Elefanten, muss ich zugeben. Aber ich glaube, die können nicht schwimmen, oder? Ich wüsste halt nicht, wie die das jetzt machen würden. Hm. Ich weiß, ich stelle nur die wichtigen und richtigen Fragen. Bleib. Oh, leider hätte ich jetzt den Powerblock besser ausnutzen können. Habe ich jetzt aber leider nicht. Wer jetzt kann ich ihn ausnutzen? Bam! Und einen noch! Yeah! Oh Gott, es sind nur drei diesmal. Es sind diesmal nur drei. Und nicht wieder vier, die Mamas. Hallo Mama! Bam! Und jetzt ihr noch! Ganz schnell! Yes! Elefant macht die direkt down, also nimmt auf jeden Fall Elefant hierfür. Ist auf jeden Fall empfehlenswert. Oh, ist wahrscheinlich meine Zeit. Ey, wie es sind 65 Sekunden, dann raste ich jetzt aus. Komm, dann muss 70 stehen. Oder 80, okay. Aber wer braucht hier 180 Sekunden für alles? Also das verstehe ich nicht ganz. Wer ist bitte so schlecht? Ist einer von euch der Zuschauer? Gebt es ruhig zu. Okay. Na gut, dann jetzt auf zum Wiederrennen. Höhlensprint. Peach Time.
So, was brauchen wir denn? Was sagst du? Den Jetantrieb? Na gut, wenn du das sagst. Wicklerrennen. Schneller als er am Ziel sein. Ich kann meinen Elefant nicht mehr sehen, also weg damit. Hey, wie schnell wir sind. Einfach vergessen. Ups, hab ich es nicht mitgenommen. Ich hoffe, das brauche ich nicht. Boing. Okay, okay. Ja, Abzeichen ist schon sehr... Aua. Nützlich hier. Aber wow, ist er schneller geworden. Ja, wow. Wow. Ja, Jetantrieb ist auf jeden Fall sehr nützlich hier. Schaut euch das mal an. Oh Gott. Andere Richtung. Andere Richtung. Und andere Richtung. Jetzt habe ich die Münzen an der... Und ich sterbe sogar als Bestrafung. Danke, Spiel. Danke. Wowie, sowie. Dann halt als Elefant. Vielleicht haben wir da mehr Glück. Wahrscheinlich nicht, aber... Wer weiß. Hey, mach auf! Mann! Na, ah, ich mache mal den gleichen Fehler. Ah, schlecht. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Okay, okay, okay. Konzentration, Konzentration, Konzentration. Okay. Hoch. Okay, 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 okay. So schnell. Aber ich muss konzentriert bleiben. Ah, das war schlecht. Egal, passt schon. Wir brauchen es bestimmt nicht unbedingt. Oh! Die Grütze kommt hoch. Oh, ist das Ziel? Ist das Ziel? Ist hier das Ziel? Bitte! Yeah! Boah, unter 50 Sekunden, neuer Rekord, glaube ich, oder? Und ich habe mir umsonst so viel Sorgen gemacht. Aber Wiggler ist zufrieden mit uns. Und gibt uns zum dritten Mal unseren Wundersamen. Nächstes Mal soll er flatter sein und dann rumfliegen und cheaten, ja? Damit es mal schwer bleibt. Das war voll einfach. Okay, einfach war es jetzt nicht, aber hätte schwerer sein können. Oh. Können zurück dahin? Ein Vollkreis geschlossen. Wir haben es geschafft, wir haben das Rennen gewonnen. Und anlässlich des Sieges hat uns Wiggler sogar ein Wundersamen überlassen. So werden aus Rivalen Freunde. Rennen ist schon etwas Tolles. Okay, jetzt sind wir wieder hier. Und jetzt können wir wieder unser massives Einkommen ausgeben. Yeah. Für ein paar Standys. Aber bitte irgendwas, was ich noch nicht habe. Mopsy, der Schade ruft. So eine aufgeblähte Peach. Stachelkugel, toll, wie der aussieht. Auch nice. Wie wär's mit mehr Standys? Oh, Stachelkugel Mopsy. Geil. Wie wär's mit mehr Standys? Der Flug Yoshi. Und dafür weniger doppelte Stachelkugel Daisy. Klingt sehr viel Stachelkugel-Dinger. Feuerteil sieht cool aus mit dem Rot. Rotkäppchen. Yoshi auf der Wolke, er ist so glücklich. Gelber Gumba-Toad. Geil. Ah, die Gumbas gibt's ja auch. Welche erst jetzt? Die duckende Mario. Ah doch, dann ist geil. Dann mag ich es, Dandy. Doch, dann ist alles gut. Dann habe ich mich umsonst beschwert. Dann gibt's auch noch die meisten coolen Sachen hier als Dandy. Genau, den wollte ich euch auch noch zeigen. Den Gumba-Mopsy. Ich liebe den. Der sieht so lustig aus. Oh, Mann. Ah, das ist super. Blauer Hüpfer-Toad. Aber der Gumba, der Gumba Yoshi sieht auch geil aus. Blauer Feuer-Toad. Komm schon, und was Gutes noch. Feuer Mario, er ist richtig pissed. Du hast noch kein Like da gelassen. Oh Mann, ey. Hüpfer-Toad, der sieht nice aus. Einfach nur wegen der Farbgebung, sage ich das. Hihi. Aber sonst nichts Neues, hallo. Das kann doch nicht sein. Na doch, roter schwimmender Yoshi. Was mache ich jetzt? Ein Feuerspein. Ja, nee, sonst kriegen wir irgendwie nichts mehr. Schade. Ah doch, den Goomba Luigi. Er hat sich erschrocken von dem Buhu. Der Arme. Der Arme, Arme. Na gut, mehr kriegen wir hier wohl nicht. Dann können wir beim nächsten Mal auch wieder gamblen. Muss ja nicht jetzt alles sofort passieren. Aber was bringt das hier eigentlich? Spezialwelt. Ach, bringt uns das in die Mitte der Spezialwelt? Wo wir dann zu allen Leveln eventuell kommen können? Nee, ein eigenes Level. Für die Blüteninseln.
Gumba-Turnstunde. Okay. Okay. Das wird interessant. Ich glaube, es gibt insgesamt 9 Level in der Spezialwelt. Ich glaube schon. Also da haben wir auch noch mehrere Parts vor uns dann, wenn wir dann dabei sind. Aber jetzt, ohne langes Gelaber, gehen wir endlich in die Magma-Tiefen. Die letzte Welt, die uns noch fehlt. Damit wir Bowser in den Hintern treten können. Welt 6, Magma-Tiefen. Du. Genau. So viel Lava, finde ich super. Papa ist bestimmt schon langweilig davon, nur rumzusitzen und die Wunderkraft zu sammeln. Vielleicht schaffe ich es ja, dass die Lava in die Luft geht, wie ein Feuerwerk. Das würde ihm die Langeweile vertreiben. Was denkt er eigentlich? Wow. Oha. Ähnlich aufgebaut wie die Fungiminen. Jetzt bin ich gespannt. Wir haben es bis in die Magmatiefen geschafft. Der Wald und das Magma erstrecken sich bis tief in den Untergrund. Oha, das könnte einfach eine Mario-Party-Map sein. Es gibt ja einige Forscher-Podpins, die diesen faszinierenden Ort eingehend studieren. Wir sollten den Observatorien einen Besuch abstatten. Vielleicht weiß man dort etwas über den Königssamen. Sieht doch da lila aus, oder? Naja, gut. Okay. Magmatiefen Observatorium Nummer 1. Here we go. Schauen wir uns das mal an. Ich habe noch das ausgerüstet. Bitte am Griff ziehen, okay. So gut? Ja. Du. Hallo. Was? Bitte, du musst uns helfen, Prinz Florian. In den Magmatiefen gehen merkwürdige Dinge vor, seit der Palast eingenommen wurde. Was für merkwürdige Dinge? Tja, das Magma hier wird heißer und heißer und immer heißer. Das nennt man einen Vulkan, der langsam niesen muss, wenn du verstehst. Und durch die viele Hitze wuchert die Ranken aus dem tiefen Dschungel jetzt überall. Wenn du mich fragst, befinden wir uns in erheblicher Gefahr. Und dann bleibt ihr einfach hier? Wenn ihr wisst, dass ein Vulkan bald ausbricht, wollt ihr einfach hier bleiben? In so einem Pilzhaus? Ah, dieser elende Bowser Jr. macht wieder nichts als Ärger und bestimmt hat er auch den Königssamen bei sich im Palast. Prinz Florian, bitte befreie den Palast und rette die Magmatiefen. Hier, die nehmen den Wundersamen mit, dass wir zurückkriegen. Yo. Wow. Oh yeah. Danke. Wir bedanken uns. Yay. Yeah. Okay. Und hinein in die Tiefen. Ja, mehr gibt es nämlich da oben scheinbar nicht. Was gibt's denn hier? Spiele online und Suchtrope, Rätsel der Items. Okay, warte mal, ich will mal was ausprobieren. Wir haben ein Abzeichen. Fühler. Hilft er uns? Vielleicht hilft es da. Schön, hier kann man einfach sich Items holen. Kostenlos. Endlich kann man so ein Level. Ja, hallo. Okay, ich nehme mal die beiden mit. Also hier ist auf jeden Fall was. Mein Radar, meine Spider-Senses sagen, hier ist was. Oh, oder meint er das? Warte mal. Nee, das geht nicht. Komm ich denn da ran? Okay, ich guck mich erstmal weiter um. Vielleicht finde ich noch was anderes. Nützliches. Ey. Was ist denn hier Schönes? Komm schon, hier muss doch was sein. So, da kann ich gar nicht in den Boden rein. Oh, da oben ist was. Oh, danke, Daisy. Oh, nein. Ah, ich bin runtergefallen. Ah, verdammt. Okay, aber dass wir mit so einem Level anfangen, hätte ich jetzt nicht erwartet, ehrlich gesagt. Yes. Numero uno. Und nicht Numero dos. Okay, das ist jetzt unseres. Ich finde den Hintergrund, der sieht cool aus, finde ich. Wie warm es hier bitte sein muss. Ich überlege gerade, hier muss doch was sein, oder? Können wir den vielleicht als Elefant? Nee, kann man wahrscheinlich nicht, oder? Okay. Okay, warte mal. Die müssen wir bestimmt killen, oder? Du. Ja, die müssen wir killen. Das ist wirklich wie ein Mario Maker Level. Ich mag das voll. I like it. Ich mag so Sandkasten, der ist cool. Bonk. Ich
Können wir denn die? Ach, mit dem Elefanten können wir die vielleicht benutzen. Ja, muss jetzt halt Elefanten-Peach schlagen. Ihr wisst zwar meine Meinung zu ihr, aber... Hey, solange sie es gut macht, ist es dann so, wie es ist. Komm, zeig mal, ob da was ist. Aha! Aha! Was haben wir denn hier? Den dritten. Ja, ich muss ehrlich sagen, nur das erste war schlimm. Nur seit dem ersten habe ich die ganze Zeit das Gefühl, dass sie alle schlimm sind, aber... Eigentlich nicht. Okay. Aber wie komme ich da lang? Oder daran? Kann ich das aufsammeln mit den Blasen? Nee, mit den Blasen komme ich da auch nicht dran. Hä? Kann ich irgendwo rein? Nee, oder? Ich glaube nicht. Hä? Den kann ich aber auch nicht zerstören. Nee, der killt mich auch nur. Hä? Wo kann ich denn... Nee, gar nichts. Das funktioniert nicht. Wo kann ich... Hm? Okay, jetzt bin ich langsam stuck. Das ist auf jeden Fall eine Grundebene, eine Bodenebene müsste auf jeden Fall noch der Rest sein. Ich versuche es jetzt nochmal, auch wenn ich nicht glaube, dass es so funktioniert. Doch! Ich kann ihn kicken. Oh. Das war wohl scheinbar die falsche Richtung, aber man kann den kicken. Als Elefant. Okay, ich dachte mir, das geht nicht. Aber ich glaube, ich hatte das schon mal ausprobiert gehabt und dann hat es nicht funktioniert. Aber doch, es scheint wohl doch zu gehen. Aber sag mal nicht, ich muss den hochbringen oder so. Oh! Ach, das kann der einfach. Okay. Klar. Ja, warum nicht? Na gut. Jetzt wird nur noch eins. Meine Spider-Senses sagen mir, es ist hier irgendwo. Unsparer Block? Ach, Mist. Ach, Mist. Ey, lass mich doch hoch. Ja, klar. Das ist wahrscheinlich irgendwo hier oben, oder? Unsparer Block. Nee. Wo denn? Hier? Ja, hier. Genau hier. Ja, wo denn? Ah? Wo denn? Was zum? Der sagt, es ist hier. Durch die Wand. Okay. Ich habe das Gefühl, ich muss den Stachelklotz mitnehmen. Dass ich den irgendwie nach oben schleudern kann, damit er das da aufmachen kann. Ich mag immer noch die Effekte, die man bekommt mit Power-Ups. Sieht immer noch cool aus. Muss mal sehen. Hä? Wieso hat es jetzt nicht geklappt? Da musst du vielleicht nach, von ganz links nach ganz rechts rollen, damit der mehr Höhe hat? Boah, ich weiß es nicht. Ja, diese Suchtrupp-Level dauern immer am längsten. Am allerlängsten. Weiß auch nicht warum. Nee, ist ja nichts. Hier steht ja nichts raus. Das hier muss damit gemeint sein. Kann ich sie nach oben schleudern? Ja, doch, doch, warte. Ey, ja, okay, dann suche ich halt offscreen jetzt. Wisst ihr, was mir auffällt? Der zweite Block hier. Der ist dunkler als die anderen. Und ich wette, dass das des Rätsels Lösung sein wird. Oder aber wir müssen einfach nur hier nach oben. Nee. Ich kann ja auch nicht an die Wand. Das ist das Problem. Oh, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Von hier aus? Nach links? Oder rechts? Tatsache. Oha. Das hat mich zugegebenermaßen nur ein paar Minuten gebraucht, weil ich halt die ganze Zeit versucht habe, mit diesem, ja, dieser Kugel da unten klar zu kommen, aber das hat ja irgendwie nichts gebracht. Ja. Jetzt haben wir's. Okay, da steige ich für euch raus. Aber okay. Ohne Hilfe. Das nehmen wir mit. Und wir gehen hinein. In... Wir können noch tiefer rein. Nee, das lasse ich erstmal. Oder? Ach, hier schon direkt das Castle. Okay, also wir sollen als allerletztes nach ganz oben zurückkehren. Okay. Dann... Wo gehe ich lang? Ich gehe nach links lang. Denn hier ist direkt ein neues Abzeichen. Neuer Test. Abzeichentest. Schwebehochsprung 2. Ich mag diesen roten Hintergrund. Auch so mit Knochen. Oh, okay, ist ein Hund. So Dog Bones. Schwebehochsprung. Springe... Achso, ja genau. Das kennen wir. Das ist ja von Luigi, das.
Und first try gefailed. Good freaking job. Aber so machen wir das. Okay. Nice. First coin. Easy. Alleinsteigen. Boah, das war close. Ich mache das. Und. Na komm, wo ist die dritte? Da ist die dritte. Die haben wir. Yeah. Ja, war auch ziemlich einfach. Also. Keine Ahnung. Ich hätte wahrscheinlich weniger Abzeichen gemacht und dafür mehr Prüfungen für die jeweiligen Abzeichen. Ich glaube, das hätte ich besser gefunden. Also zwei für ein paar. Wisst ihr, was ich meine? Weil ich glaube nicht, dass jedes einzelne Abzeichen jetzt noch so ein Ding bekommen wird. So ein zweites. Wie auch immer. Nein, danke. Was gibt's denn hier noch Schönes? Uff. Ich komme nicht mehr zu meinem Freund, weil dieser blöde Fels den Weg blockiert. Normalerweise würde ich den einfach zertrümmern, aber im Moment bin ich einfach zu schlapp dafür. Wenn ich doch nur Geld hätte. Ja, hier, 50 Dinger davon. Kannst du haben. Oh ja, der Mindestlohn, danke. Ich spüre, wie die Kraft in mir verblüht. Und jetzt... Das ging ja schnell. Brumm. Danke. Oh, die Kraft ist wieder weg. Ja, jetzt habe ich wieder Hunger. Kannst du mir noch mehr geben? Nein. Naja, gut, jetzt komme ich wieder zu meinem Freund. Puh, immerhin, jetzt ruhig weiter. Ja, du ruhst dich aus und ich gehe zu deinem Freund. Magma Tiefen Observatorium 2. Also dafür, dass das ja alles so riesig ist, gibt es hier wirklich sehr, sehr wenig Level. Und vor allem wenig normale Level. Prinz Florian, wie hast du denn nur einen Weg durch diese Ranken gebannt? Die wuchern mittlerweile überall. Da hast du völlig recht. Man sieht das Blatt vor Augen nicht mehr. Wir hätten uns fast verlaufen. Die wuchernden Ranken überall und mit dem Magma stimmt auch etwas nicht. Was ist nun plötzlich los? Aber ich habe etwas gefunden, das ich in den Ranken verfangen hatte. Es soll dir gehören. Bitte nun nimm doch etwas gegen diese wuchernden Ranken. Wuchern? Yeah! Da ist was. Und das ist unsers. Das Gefühl, das Spiel speedrunnt sich jetzt selbst ein bisschen durch. Aber es geht wirklich so schnell. Obwohl, da unten links sind so viele Level. Okay. Na gut, hier. Verlaufen. Wenn du nicht mehr weißt, wo du gerade bist, drücke in den magmatischen L, um die Indikator anzusehen. Dort kannst du dich auch direkt TP'en lassen. Das stimmt. Im Reich der Rotumbas. Ein neuer Gumba-Art? Also, rotierende Gumbas? Okay, was geht denn jetzt ab? Oh, da sind sie auch schon. Kann ich raus? Ciao. Nee, geht nicht. Ich glaube, ich weiß schon, welches Level das ist. Das hat man auch schon gesehen in einem Trailer. Lass schon mal hier die Blöcke hier. Und die Arme. Oh, den nehme ich mit. Habe ich einen zweiten von denen? Hä? Wie habe ich den jetzt nicht einsammeln können? Ja. Ich brauche den! Oh, da ist aber was. Oh, Münzen. Schade. Da sind nur Münzen. Ja. Und durch da! Können extra Spin machen. Ich finde, der passt voll total gut mit dem Bohrerhelm. Das ein paar habe ich das auch genommen. Ja. Ach so, schade. Ich dachte, ich könnte ihn so stoßen. Nee, kann man nicht. Dann tut man sich nur weh. Aber ein bisschen kann man die stoßen. Man kann die auch zerstampfen. Zumindest mit meinem Power-Up, was ich habe, kann man die zerstampfen. Da sind ja viele von euch. Das gefällt mir aber gar nicht. Oh, hab ich gleich gesehen. Oh. Was haben wir denn hier Schönes? Ja, hallo. Was haben wir denn hier? Eine schöne Münze für mich. Ding, ding. Ah, wir werden reich. Again. Ist hier noch was? Ist hier noch was? Na, egal.
Stopp nicht. Ja. Blöp. Oh, ist okay. Was? Da oben ist aber was. Nein, ich hatte das was, ich hatte das was. Da oben ist was. Yes, jetzt habe ich's. Okay. Was ist hier? Noch mehr. Danke. Dafür bin ich speichern. Was haben wir hier? Secret Exit? Wow, ein Secret Exit. Habe ich nicht erwartet, aber nehme ich an. Mit einem pinken Haus. Auch schick. Aber wir sind nicht fertig mit dem Level. Tata! Wir haben nur ein Secret gefunden. Aber den Anfang des Levels sehen, erspare ich euch. Das führt nach unten? Ne, es führt in beide Richtungen? Okay. Ach, muss man jetzt nicht mehr die normalen Endings machen, um alles herauszufinden? Das ist interessant. Okay, keine Ahnung. So, du kannst mal wieder rumschreien, Kumpel. Warum auch immer er das übertreibt. Oh, stopp. So knapp. Was ist hier? Eine Skaterbahn? Eine Halfpipe? Was soll das hier? Wir sind ja bei Mario und nicht bei Hot Wheels. Oh. Hä? Was? Kannst du mir da helfen, Kumpel? Ach, verdammt. Ich bin ausgerutscht. Kannst du in die Richtung? Geh mal bitte in die Richtung. In die Richtung. Nein? Ah, verdammt. Hä, aber warte mal. Ich kann doch bestimmt einfach unten durch. Mehr oder weniger zumindest. Plopp. Warte, ich kann doch... Ah, ich kann von hier rang. Ah. Bam, bam, bam. Warte. Nein. Nee, geht nur so. Okay. Weg mit dir. Lass mich da rein. Spender sein. Den nehme ich mit. Danke. Was soll man denn eigentlich machen? Oh! Oh, das ist interessant. Ich habe einfach gecheatet. Ja, wenn das Spiel es mir zulässt, ich meine. Kann man ja mal ausprobieren. Ja, und den da oben brauche ich dringend. Warte, jetzt, pass auf. Bam! Oh, die sieht cool aus mit dem schwarzen Gesicht. I like it. Und jetzt werden wir selber zu einer Stachelkugel. Wieder mit der gleichen Musik. Hole in one! Das ist doch so ein satisfying Sound, alle umzukippen. Schneller! Juhu! Bum, 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 bum. Ja, ich mache ja schon so schnell ich kann! Whee! Und die nächste Halfpipe! Whee! Bam, 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 bam! Bonk! Whoop-de-doo! Alright! Das war cool, aber ein bisschen zu kurz. Ich meine, okay, das Level war halt sehr lang gestretched, aber wir sind auch so schnell. Naja, wie auch immer, hat trotzdem Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat der Part auch heute Spaß gemacht. Denn hier wird es wahrscheinlich das Ziel sein. Also erwarte ich euch in der nächsten Folge von Super Mario Bros. Wonder, wenn wir weiter in die Magma-Tiefen. Das sieht doch uns aus wie eine Piranha-Pflanze als Wurm, sowas was Bowser hat. Oder? Also, für mich schon. Unten so der Mund und die Punkten. Na, egal. Egal. Oh yeah.